Hi Leute und recht herzlich willkommen bei einem neuen LP. Jopp. Und ich kann gerade die Lautstärke. So, dankeschön. Ich dachte gerade überhaupt nicht einstellen. Joa, ich glaube, viele von euch haben den Titlescreen erkannt oder konnten lesen. Ja, ich glaube, das ist heutzutage sowas, ist ein bisschen häufigere Eigenschaft, dass man lesen kann. Von dem her, wir spielen Super Mario Bros. 3. Yeah. Ein Spiel, was ich schon so lange nicht mehr angefasst habe und auch nie durchgespielt habe. Glaube ich zumindest. Könnte sein, dass ich mich da irre und dass ich spätere Levels dann trotzdem wieder erkenne. Keine Ahnung. Also, das, da wo ich es vielleicht durchgespielt habe, das ist schon so lange her. Da war ich vielleicht 12 oder so. Also mehr als 10 Jahre. Das, wo ich es ungefähr nochmal bis zur Hälfte gespielt habe oder so. Keine Ahnung, was die Hälfte ist, aber ich denke mal, dass es die Hälfte war. Irgendwie so Welt 4, 5 oder so. 3 oder 4, ich weiß es schon gar nicht mehr. War vor ein paar Jahren. 3 oder 4 Jahren. Also, ja, let's begin. Das ist, ja. Man merkt, dass es noch nicht auf dem Stand von Super Mario World ist. Aber ansonsten ist es auch schon ein grandioses Game, wie ihr sehen werdet. Viele bezeichnen es als ungefähr auf dem Stand, aber ich vermisse einfach den Spin-Jump, ehrlich gesagt. Immerhin, das Ganze mit dem Rennen ist hier auch schon relativ gut gelöst. Yay! Ich kenne ein paar Geheimnisse, aber wirklich nicht arg viele und ja, verdammt, ich habe den Button umbelegt. Das heißt, hä, hey, wieso hat das nicht funktioniert? Weil ich, ah, ups, okay. Ja, ich habe die ganze Zeit den R-Button, den ich auf B gelegt habe vom Gamepad Pro. Dammit. Ich wollte eigentlich etwas versuchen. Nicht euch etwas zeigen, ich wollte eigentlich etwas versuchen. Naja, gut, egal. Da geht genauso. Machen wir das mal so. So kommen wir zumindest hier hoch, das kannte ich noch. Ich weiß nicht, wie viel. Ich krieg wahrscheinlich nicht mehr arg viele Geheimnisse hin, verdammt. Verdammt, das reicht nicht. Komm an. Dankeschön. Das reicht aber. So. Ja, ich darf nicht vergessen, dass Rennen und Drehen auf einer Taste ist und dass, wenn ich Rennen gedrückt halte, ich natürlich nicht nochmal drehen kann. Okay, das hat mich gerade verwirrt. Hier muss man übrigens auf A hämmern, wenn man fliegen möchte, aber gut. Gibt Schlimmeres. Was heißt hier Schlimmeres? Wie negativ bin ich denn gerade? So. Das ist ein absolut grandioses Game. Und da ich nicht weiß genau, über welchen Block das ist, was ich euch zeigen möchte, werde ich wahrscheinlich nicht drum rum kommen, ein bisschen auszuprobieren. Und ich werde garantiert sterben bei dem bisschen ausprobieren. Come on. Ah. Okay. Wie sieht's aus? War das da oben? Ja, genau. Da kann man. Ah! Moment mal. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich tun wollte, aber das kannte ich nämlich sogar. Das, was ich eigentlich ausprobieren wollte, kannte ich noch nicht. Okay. Interesting. Ah, vielleicht ist es auch in einem anderen Level oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr hier noch Geheimnisse kennt oder so, dürft ihr mir das natürlich gerne verraten. Wie gesagt, ich bin kein. Das ist beinahe schon ein Blind-LP. Ich kenne die ersten zwei Levels einigermaßen. Also, ersten zwei Welten. Einigermaßen. Der Rest wird so ziemlich blind. Was heißt, ja, wie gesagt, vor Ewigkeiten gezockt, aber es ist so gut wie blind, also von dem her. Ja. Ist einfach mal so ein bisschen ein LP für zwischendurch, würde ich es mal nennen. Was ich wohl ab und zu mal Folgen hochladen werde. Ich denke, ich werde jetzt auch relativ am Stück spielen. Kann ich hier fliegen? Kann ich tatsächlich. Aber man kann in diesem Spiel nicht arg lange fliegen, wie ihr seht. Deswegen. Ja. Übrigens kann man hier auch keine mehrere Power-Ups einsammeln. Das ist übrigens auch sehr gut, aber egal. Hier weiß ich noch. Bam. Aua. Ich werde mich auch ab und zu mal konzentrieren müssen, weil ich ja mit der Steuerung hier teilweise noch nicht so ganz klar komme.
Wie gesagt, das ist eine andere Steuerung oder überhaupt ein anderes Spielverhalten als Super Mario World. Super Mario World kenne ich. Also, was heißt kenne ich? Kenne ich es eigentlich recht gut sogar. Hab. Wobei, persönlich, also persönlich fehlt mir da, glaube ich, immer noch Bowser. Glaube ich. Das letzte Bowser-Level. Nein, das war gar nicht das, wo ich hin wollte. Hopp. Dankeschön. Ach, verdammt, ich aktiviere das immer von der falschen Seite. Da jetzt nicht rein. Hm. Ja, man kann ja auch keine mehrere Items sich speichern. Huch. Aber, ja, egal. Braucht man hier eigentlich auch nicht. Die Levels sind sehr viel kürzer als in Super Mario World. Würde ich jetzt mal so sagen. Man kann da sehr schnell durch ein Level durchkommen. Oh, zwei Pflanzen schon. Hi. Ah ja, Gegner. Also, weiß nicht, wieso man das erwarten sollte, aber... Huch. Gegner respawnen auch nicht, wenn man vom Bildrand runtergeht oder so. Das kenne ich auch noch. Yay! Wolkenlevel. Ja, hier in diesem Mario haben sehr viele Traditionen begonnen. Das, ja. Man könnte ja sogar sagen, dass, hier Super Mario 3D World auch sehr viel aus Super Mario Bros. 3 nimmt oder sich dran bedient aus Elementen. Oh, ja. Dankeschön. Dankeschön. Genau, das habe ich jetzt gebraucht. Das mit dem Koopas aufnehmen ist hier auch noch so. Okay, ich soll lieber ins Ziel gehen. Bevor ich es noch versaue. Verdammt. Ja, und man kann nach jedem Level hier so eine Karte bekommen. Wenn man dreimal dasselbe hat, bekommt man etwas Besonderes. Ich glaube, das Item, was drauf ist. Es gibt auch ein Inventar. Also ein Weltinventar praktisch, wo man, ja, wie bei New Super Mario Bros. Eben außerhalb des Levels Zeug speichern kann und so. Ja, gehen wir mal ins Todd House. Ich glaube, ich muss wirklich nicht so viel zu dem Spiel erklären. Das sollte eigentlich jeder kennen, oder... Kennt das jeder? Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben und mir anders, ja, mich anders belehren. Ich meine, jeder, der Mario natürlich einigermaßen Fan ist, sollte so Mario Bros. 3 schon mal angezockt haben. Aber könnte natürlich sein, dass es auch nicht so bekannt ist. Ich meine, es ist, denke ich mal, nicht so bekannt wie so Mario World. So rein aus dem Bauchgefühl her ist ja auch ein neuerer Teil, also von dem her. Hopp, hopp. Und ich hasse dieses Level, aber es geht eigentlich. Sieht schwerer aus, als es ist. Aber mit der umgeänderten Steuerung, ich hatte, wie gesagt, erst ja, den B-Knopf dafür benutzt vom Pro-Controller und der B-Knopf ist kein guter B-Knopf. Sagen wir es mal so. Hi, lieber Kuba. Der R-Knopf ist ein viel besserer. Oh. Okay, passt alles. Alles noch okay. Hier gibt es auch eine Menge versteckter Power-Ups. Hopp. Während hier nur ein paar Münzen drin sind, leider. Wir bräuchten einen Panzer, dann könnten wir uns hier was Gutes holen. Ah, verdammt. Ja, das Level ist nicht leicht. Ah, und da werden wir wieder zurückgestoßen. Wir müssten das Level übrigens überhaupt nicht machen. Übrigens auch eine Besonderheit für dieses Spiel, man kann nicht in bereits besuchte Welten rein, also... aber das macht ja nichts für das Geheimnis, was ich vorhin gesagt habe, wo ich gerne eure Kommentare hören würde, ob das überhaupt das war, was ich gemeint habe. Ob es da noch mehr gibt in der ersten Welt. Level. Welt und Level, ja. Man soll das auseinanderhalten können. Würde man meinen. Ja, genau. Das macht ja nichts, weil da kann man ja jederzeit einfach ein Spiel anfangen und dann kann ich es euch auch so zeigen. Ja, auch das. Hitbox. Ah, so geht's. Okay. Ich weiß auch nicht, wie das hier mit den Koopas so wirklich funktioniert. Bisher scheint das sich noch nicht zu wehren. Okay, er wehrt sich. Dammit. Verdammt, man kann ihn gar nicht so lange mitnehmen. Hm, dann war es vielleicht doch gar nicht da. Hab. Eins. Verdammt, ich muss länger warten. Ja, ich muss länger warten. Aber ja, Autoscroller gibt es in diesem Mario auf jeden Fall auch. Keine Angst. Also ich habe Angst davor. Ich hasse Autoscroller. Hab einfach immer diesen Druck zu warten und dann ist es doch irgendwie langweilig, wenn man schnell durch möchte. Dass diese Plattformen fallen, das macht es auch nicht wirklich leichter. Nein. Man könnte diese Plattform nutzen, um da drunter zu kommen und dann
Dürfte auch was drin sein. So much secrets. Okay. Dankeschön. Das haben wir diesmal. Okay. Okay. Ah, es ist ein Leben. Dafür opfer ich mich nicht. So. Okay. Das nächste Mal, wenn so eine Stelle kommt, muss ich warten. Erinnert mich daran, Leute. War das hier? Ich glaube ja. Warten, warten, warten. Sehr schön. Ich würde auch sagen, es ist wirklich ein nicht ganz leichtes Super Mario. Auch, wenn man... Oh, verdammt. Nein, nein. Ich wollte ihn besiegen, bevor ich zum Ziel gehe. Nein. No. Was wollte ich sagen? Ah ja, auch wenn die Level relativ kurz sind, aber dann kommen solche Stellen, wo es mich dann auch wieder die ganze Zeit hinhaut. Wer übrigens... ein, ja, Mario-typisches Safe-Game, auch mit Game Over und so erwartet, der wird hier auch enttäuscht. Oder nicht enttäuscht, aber das Game hier macht es noch ein bisschen schwerer als andere Marios, zukünftige Marios. Game Over bedeutet, dass man zum letzten Checkpoint zurück muss und letzte Checkpoint ist immer ein Zwischenschloss oder, naja, der Beginn einer Welt. Und ich nehme das Level mal mit. Ich meine, ich opfer mich nicht für das Leben. Und ich meine, das Leben natürlich mitnehmen. Aber ihr versteht, was ich meine, denke ich mal. Man sollte für ein Leben nicht sein Leben opfern. Mohaha. So, 1, 2, 3. Dankeschön. Diesmal lassen wir den Hammerbruder auch in Ruhe. Was ist hier eigentlich los? Achso, hier kommt man gar nicht weiter. Ha, das wusste ich auch nicht mehr. Okay, fuck you. So, ich gehe da einfach mal durch. Das ist mir jetzt zu blöd. So. Hammerbruder, Bumerangbruder, besser gesagt. Hin oder her, egal. Hier kann man schöne Memory spielen. Nein, nicht Memory. Ihr kennt das aus Super Mario 3D World. Oh Gott, die ganzen Mario-Titel, echt. Und das war nichts. Damit. Hier funktioniert übrigens meine Checkpot-Strategie aus Super Mario 3D World nicht. Leider überhaupt nicht. Ich habe schon versucht, irgendwie eine Zählweise rauszufinden oder einen Takt. Aber ich weiß nicht genau, wie es reagiert. Es scheint nicht genau zu reagieren irgendwie. Keine Ahnung. Aber vielleicht muss ich auch noch ein bisschen trainieren, dann geht's vielleicht. Huch. Ja, wir haben 1 Uhr nachts. Das ist schon seit sehr langer Zeit mal wieder ein LP, wo ich echt so spontan voll Bock aufs Aufnehmen hab. Und das freut mich. Ah, ich hatte noch ein bisschen Geld auf dem Nintendo eShop Guthaben und da gab's dies. Auf der Virtual Console. Boing. Boing. Kann man normalerweise einfach springen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich nehme mal das. Ja, diese Level gibt's ja auch. Die kennt man auch. Zu Genüge. Wir wollen übrigens nicht fliegen. Und wir sollten auch nicht so lange brauchen. Man kann auch nicht im Ducken drehen. Okay, interessant. Glaube ich. Okay, hier soll dann auch schon der Gegner kommen. Der an sich wirklich nicht schwer ist. Der macht, glaube ich, ab und zu mal einen Sprung. So, aber es geht. Ich habe, achso, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, ja. Ich habe die erste Welt vorhin mal gespielt. Ja, zum Testzwecken. Sollte ich vielleicht mal anmerken. Was leider nicht entschuldigt, wie ich gerade in dem einen Level war. Egal. Okay. Ich versuche hier übrigens lieber nicht die Wirbelattacke zum irgendwas zu töten. Irgendwie kriege ich das Timing nicht hin in diesem Spiel. Muss ein bisschen üben. So. Und hier kann man relativ durch rushen, wenn man denn möchte. Bis zu dem Zeitpunkt. Allerdings. Und. Verdammt. Es sollte eigentlich möglich sein, hier hoch zu fliegen. Wie sieht's aus? Genau. Dann komme ich hier hoch. Kann man hier irgendwas machen? Ah. Nichts? Nichts. Okay. Interesting. Naja. Was soll's.
Dachte nur gerade, Potential Secret, aber offenbar nicht. Schade. Zumindest kann man es machen. Ein Stern. Na toll. Schon das zweite Item verhauen. Egal, wenn man zwei gleiche Symbole bekommt, kriegt man immerhin noch ein Leben.